31. Spieltag in der Easy Credit BBL. Die Telekom Baskets Bonn in den weißen Trikots zu Gast bei den Bamberg Baskets. Bonn möchte in die Playoffs, Bonn in die Play-Its. Und das Spiel startet sehr physisch. Philipp Stanic, der den Offensiv-Rebound holt. Und dann ist es Gray, der den ersten Dreier trifft und einen guten Start beschert. Bonn braucht etwas, bis sie hineinkommen in diese Begegnung. Frey, der findet Servian Flagg, der mit dem ersten Ausrufezeichen für die Telekom Baskets das erste Viertel weiterhin hochspannend. Nächste Penetration, dieses Mal der Durchstecker von Servian Flagg auf Till Pape, der in Halbzeit Nummer 1 15 Punkte erzielt. Danach keinen einzigen Punkt mehr beisteuern. Noah Kirkwood wieder auf Pape, der überragende Mann der ersten 20 Minuten in dieser Partie. Aber die Bamberger bleiben dran. Lukas Herzog mit seinem einzigen Feldkorb hier zur Halbzeit für Bonn knapp mit 5. In die zweite Hälfte kommt Bonn besser rein. Es dauert eine ganze Weile, bis mal dieser Durchstecker hier auf Philipp Stanic ankommt. 10 Punkte, 9 Rebounds für den deutschen Big Man. Er versucht es zumindest eng zu machen, aber Sam Griesel auf der anderen Seite fein bedient an diesem Tag mit 11 Punkten erhöht wieder für die Bonner. Die dann es schaffen, langsam wegzuziehen. Thomas Kennedy, der bedient wird, 6 Punkte, 4 Rebounds für ihn. Ein eher leiser Abend, aber trotzdem die Bonner Führung zweistellig. Dann aber kommt Bamberg zurück, vor allem durch ihn hier, durch Adrian Nelson, in dem Fall End One abgeschlossen. Nelson am Schluss mit 10 Punkten, 4 Rebounds, 8 davon im Viertel Nummer 3. Die nächsten beiden sind hier am Start. Immer wenn Bamberg ins Laufen kommt, hat Bonn seine Probleme mitzuhalten. Zach Copeland, von ihm sehr wenig zu sehen. Dieser Dreier hier spektakulär, ansonsten aber nur 8 Punkte bei einem von 5 Dreiern, die er in diesem Spiel versenkt hat. Dann beginnt die Zeit von Glyn Watson. Wird noch einmal gestoppt und dann trifft er mit Brett. Bonner Topscorer mit 22 Punkten, mit einer Wahnsinnsbegegnung, vor allem in Halbzeit Nummer 2. Absolut mitverantwortlich dafür, dass Bonn immer leicht in Front blieb oder zumindest die Führung nicht allzu lang herschenkt. In diesem Fall der nächste Dreier für Glyn Watson, der 4 von 4 von der Dreierlinie treffen kann. Die Bamberger melden sich dann noch einmal zurück gegen Ende des Spiels. Aber kleine Details, viele Ballverluste und schlechte Würfe, die sie dann am Schluss nehmen, führen zur Bamberger Niederlage. Bonn hat damit große Hoffnung, direkt in die Playoffs einzuziehen. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.